Mit einem Großaufgebot rückt die Polizei heute Morgen in den Treborer Wald vor. Die Aktivisten allerdings haben nicht vor, ohne weiteres das Feld zu räumen. Lukas Ulrich ist einer von ihnen. Ich zum Beispiel war ab den Hauptzugangsweg eben blockiert für die Polizei, um so einfach für alle anderen möglichst viel Zeit zu schinden, und bin kurz bevor die Polizei dann mich runterholen wollte, dann auf über zwei Seile auf den nächsten Baum geklettert, wo mich dann drei Polizisten mit einer Hebebühne dann runtergeholt haben. Einige Aktivisten verschanzen sich in Baumhäusern, andere betonieren sich sogar im Boden ein. Seit Monaten harren sie hier aus, um gegen die Rodung des Waldgebiets zu demonstrieren. Es ist ein Versteckspiel bis in schwindelerregende Höhen. Die Herausforderung liegt natürlich in den Baumhäusern an sich. Die Höhe muss überwunden werden. Dazu haben wir Hubsteiger und Kräfte, die eben speziell dafür ausgebildet sind. Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat das Waldgebiet der Gemeinde Trebur im Sommer diesen Jahres abgekauft. Die Bäume sollen abgeholzt werden, damit hier bis 2021 ein neuer Autobahnanschluss für das geplante Terminal 3 entstehen kann. Während die letzten Aktivisten versuchen, die Stellung zu halten, rücken am Mittag schon die Forstarbeiter an. Wir werden jetzt, nachdem wir die Sicherheit des Geländes hergestellt haben, die Einzäunung abgeschlossen haben, nochmal den Kampfmittelräumdienst hier durchschicken, weil das war früher mal Militärgelände. Und dann werden wir sukzessive damit beginnen, die Bäume hier zu fällen, um dann die weiteren Baumaßnahmen durchzuführen. Ein Anblick, der für Monika Wolf nur schwer zu ertragen ist. Sie war immer wieder im Camp, um den Protest der Aktivisten zu unterstützen. Fraport als Wirtschaftsunternehmen setzt alles durch. Man sieht es ja an dem ganzen Ausbau. Die haben sich ja ausgebreitet wie eine Krake. Hier findet gerade eine massive Zerstörung der Umwelt statt. Als Ausgleich hat Fraport an verschiedenen Stellen rund um den Flughafen 288 Hektar Wald wieder aufgeforstet. Das könne laut Aktivisten aber kein Ersatz sein. Man kann nicht einfach einen neuen Wald pflanzen und damit ist es gegessen. Man hat hier einen richtigen Lebensraum, der einfach über Jahrhunderte, Jahrtausende entstanden ist, mit Tieren, mit Pflanzen. Das kann man nicht einfach alles irgendwo neu bauen. Auch wenn die Meinungen heute weit auseinandergehen, in einem Punkt ist man sich einig. Die Räumung verlief gewaltfrei. Der Widerstand ist allenfalls passiv. Die Personen halten sich fest, haben sich in Teilen angekettet. Ansonsten aber eher ein friedlicher Einsatz. Mir wurde sogar auch von einem Polizisten ein Brötchen angeboten, wenn ich dann freiwillig runterkommen möchte. Wir wurden sehr respektvoll auch behandelt. Lukas Ulrich und seine Mitstreiter haben einen Platzverweis erteilt bekommen. Sie denken aber schon über neue Aktionen nach, um gegen die Abholzung des Treburer Waldes zu demonstrieren.